Hallo Rallye-Fans, hier ist der Levis K12 und ich begrüße euch zu einem Unboxing. Das Spiel ist Gravel und ist erhältlich für PS4, Xbox One und PC. Jetzt ist Saturn, das im Angebot gab für 9,99 €. Da darf ich mich natürlich als Rallye-Fan, als PlayStation 4-Zocker nicht lumpen lassen und habe das in meine Sammlung geaddet, Freunde. Auf dem Cover sehen wir hier ein heißes Rallye-Fahrzeug, ein Jeep und dahinter der Verfolger in einer waldlichen Landschaft über Flüsse und Stock und Stein, so wie ich es mag, Freunde. Ich habe davon schon die Demo gezockt, war jetzt nicht so das Beste, was man in Rallye-Spielen zocken kann. Da gibt es sicher andere Konsorten, die viel besser sind, aber so für zwischendurch reicht das, denke ich mal, Gravel. Ja, schauen wir uns mal die Rückseite an. Die definitive Offroad-Erfahrung. Erlebe spektakuläre Stunts an den aufregendsten Orten der Welt. Ja, das macht doch Lust auf mehr. Die ganze Vielfalt des Offroad-Racing. Entdecke 4 verschiedene Offroad-Disziplinen. Cross-Country, Wild Rush, Speedcross und Stadium Circuits. Fahrspaß am Limit. Atemberaubendes Arcade-Style Gameplay. Dann haben wir Gravel Channel. Zeige dein Können in den verrücktesten TV-Shows. Ja. Das Ganze kommt mir so vor wie so ein Mix aus hier Dirt. Da gibt es ja so ein Spin-off von Dirt. Und ja, also Rallye-Spiele kann ich nie genug haben und ich denke, wenn man schon sowas bekommt, dann sollte man hier zugreifen, egal ob es jetzt ein Top-Spiel ist oder ein mittelmäßiges Spiel und für den Preis sowieso. So, ein Spieler, dann haben wir im Multiplayer 2 bis 8 Zocker können gegeneinander antreten. 13, noch was Gigabyte braucht ihr auf eurer Festplatte. DualShock 4 Vibrationsfunktion. HD-Videoformate 27p, 1080i und 1080p. Unterstützt natürlich die PlayStation Vita Remote Play und Pro-kompatibel. Ja, schauen wir uns mal diese heißen Bilder an. Untergehende Sonne, Romantik pur. Und hier hat so ein bisschen so einen 90er-Charme, finde ich. Muss ja alles nicht so real sein. Ist halt ein Game, ne? Und boah. Falls ihr noch unschlüssig seid, wie gesagt, es gibt die Demo davon. Könnt ihr mal anzocken. So ein Winter-Level, wo man halt ein paar Runden drehen kann. Aber ich finde es nicht schlecht. Also, ich denke, wenn man das mal durchzockt, dann hat man ja auch diverse andere Level und mal schauen. So. Na, komm schon. Ja. Dann müssen wir wieder mit der Schere ran. Zack. Ach, ziemlich nice. Und so sieht die Blu-ray Disc aus. Simpel gestaltet. Ich weiß jetzt nicht, was ist das hier, eine Stoßstange oder was? Ich bin gespannt, Freunde. Ich habe ja so ein bisschen Vorgeschmack bekommen durch die Demo. Und jetzt kann ich es endlich durchzocken. Ich hoffe, dieses Unboxing hat euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Ich sag bis demnächst. Bye, bye.